Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Warp Toriel Abenteuer. Letztes Mal sind wir von einem dunklen und dadurch auch gefährlichen Planeten geflohen. Hatte einfach zu viele Aliens da, für meinen Geschmack. Nun hier auf diesem Planeten, das sollte etwas besser funktionieren. Wir brauchen vor allem massenweise Eisen. Das ist uns ausgegangen. Hier zwei zusätzliche Türme. Da. Genau, denn das Eisen brauchen wir für die Forschung. Und da machen wir mal weiter mit Vanilla oder mit der Vanilla-Forschung. Okay, und hier auch noch einen Turm. Und dann werden wir auch Kohle brauchen. Und ein Turm hier hin. Sehr gut. Dann schauen wir mal hier die Meldung an. Die sagt uns nicht viel, aber wir haben hier alles, was wir brauchen, direkt vor der Tür. Ich nehme mal den Teleporter mit. Und dann steige ich ins Auto, fahre fast einen Strommast über den Haufen. Das wird nicht das erste und das letzte Mal sein. Was hier in so einer sandigen Welt gut ist, wenig Bäume, die unsere mangelnden Fahrkünste behindern. Auf der anderen Seite, Bäume wären natürlich gut, um die Ausbreitung der Verschmutzung zu behindern. Zumindest hier auf dieser Seite haben wir etwas Wald. Ich sehe da noch keine Alien-Nester. Da unten sieht's nach Wasser aus. Und mit dem fahrbaren Untersatz sind wir natürlich wesentlich schneller unterwegs, hier die Gegend zu erkunden. Was das Ganze einfacher macht. Denn bisher habe ich das alles zu Fuß gemacht, mit dem Nachteil, dass das Ganze etwas Zeit braucht. Und wenn ich sicherstellen will, dass da keine Aliens in der Umgebung sind, musste ich das frühzeitig in Angriff nehmen. Aber ich denke, so mit dem Auto können wir vielleicht durchaus abwarten, bis die Aliens kommen. Und dann sehen, von wo kommen sie, da hinfahren und uns um das Nest oder die Nester kümmern.
So. Machen wir das. Etwas Öl da. Hier von unten komme, muss ich mich gar nicht um den Wurm sorgen. Da uns ja hauptsächlich Eisen fehlt momentan für unsere Forschung, sollte ich wahrscheinlich möglichst viel Zeit in der Basis selbst verbringen, um sicherzustellen, dass Eisen anliegt und dass nicht die Öfen voll mit Eisenplatten sind, die wir dann gar nicht schmelzen können. Was wahrscheinlich in der Zwischenzeit passiert ist. Aber so von meiner Erkundung her habe ich das Gefühl, das sieht zumindest in der näheren Umgebung ziemlich gut aus. Da sollten wir nicht allzu viele Probleme haben. Und wie ihr seht, ja, da sind überall die Öfen voll mit 100 Platten gelaufen. Und hier haben wir dann natürlich das Ganze, die ganzen Platten aufgebraucht. Ein bisschen Erz hier rein. Dann legen wir doch hier mal 200 rote nach, so dass die Forschung nicht stockt. Hier auf dieser Seite ist natürlich auch Kupfer voll, was nicht verwunderlich ist, und natürlich Kohle ebenfalls. Und wahrscheinlich wird uns irgendwo, das sieht noch aus, als wäre genügend Kohle drin. Aber wir werden sehen. Ja, vielleicht müsste ich hier unten noch etwas aufdecken. Aber wie ihr seht, der Fokus liegt auf Forschung und schauen, dass wir genügend Material auf die Seite bekommen, so dass wir hier Fortschritte machen können. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann könnten wir mit etwas mehr Abbaugeschwindigkeit gut tun und auch eine etwas schnellere Forschung, denn dies sind momentan unsere zwei höchsten Prioritäten. Dann denke ich, Forschungsgeschwindigkeit, die machen wir zuerst, weil dann sollte auch die Forschung für die Bergbaugeschwindigkeit schneller durchgehen. Und mit unserer Fläschchenfabrik hier oben produzieren wir genügend, dass wir auch etwas schneller forschen können. Wir könnten auch mehr Labore hinstellen. Das wäre sicherlich auch eine Variante. Aber momentan sieht das so aus, dass die Eisenplatten, die wir schmelzen, die packen wir da direkt rein, damit wir Fläschchen produzieren. Und da bleibt nicht viel übrig, um Stahl zu schmelzen, Munition herzustellen, welche wir ja letzte Folge einiges verschossen haben. Drum hoffe ich, heute sind wir etwas sparsamer unterwegs. Aber wir werden sehen, was dieser Planet bis in den nächsten 20 Minuten noch so
für uns bereithält. Ich habe hier unten etwas Platz freigemacht und hier ein paar Tanks hingestellt, denn hier werde ich dann mal Ölverarbeitung aufbauen, denn irgendwann auf einem der nächsten Planeten werden wir auch Öl abbauen. Und wie ihr seht, hier auf dieser Seite kommen nun schon ein paar Aliens. Wahrscheinlich irgendwo ein Nest in dieser Gegend. Sonst sind wir recht gut. Und wir können hier beginnen zusammenzupacken. Hier sind die Förderer, die Kisten fast voll. Nicht ganz, aber fast. Wir haben nicht allzu viel Plus gemacht, was Eisenplatten und Kupfer anbelangt. Aber wir konnten zumindest durchforschen. Und das ist doch auch schon etwas. Und wir werden mit dem gleichen Schema auf dem nächsten Planeten weitergehen. Metal Clang. Das heißt, wir haben hier ganz viel Eisen. Dieses Eisenfeld ist zwar nicht so groß, aber es ist nahe. Und hier haben wir... Okay, vielleicht machen wir erstmal das hier. Und dann hier, denn wir wollen ja primär mal schauen, dass wir weiter forschen. Vielleicht verlege ich die ganze Eisenmelze auf ein größeres Feld. So. Wir brauchen auch Kupfer. Kupfer ist da unten. Und dadurch, dass wir jetzt ja mehr Fläschchen produzieren, brauchen wir auch etwas mehr Kupfer hier. Gut, und dann drehe ich mal wieder eine Runde mit dem Auto, um zu sehen, was sich denn so in der Umgebung befindet. Wie ihr sehen könnt, kommen die Aliens von allen Seiten und auf dieser Seite ist uns sogar die Munition ausgegangen. Gerade, dass wir es noch geschafft haben, hier zu intervenieren. Und wir sind auch immer etwas knapp mit Kohle. Da unten sieht's auch aus. Jupp,
keine Munition mehr und keine Kohle mehr. Sind noch 2,5 Minuten. So, das sollte bis zum Ende reichen. Wir sind gleich mit physikalisch Projektilschaden durch und auf dem nächsten Planeten werden wir dann etwas mehr auf die Warptorio spezifische Forschung gehen, dass wir da auch wieder ein paar Schritte weiterkommen. Also, ich räume hier langsam zusammen und dann sehen wir uns auf dem nächsten Planeten. Bis dann!